Josip Drimic, ein Schweizer in Nürnberg. Die deutsche Bundesliga, Neuland. Ja klar, das habe ich schon nur schon bei den Vorbereitungsspielen gespürt. Man spürt das, man sieht das auch, wenn ich meine Spiele anschaue, zurückschaue, was ich gemacht habe, wie ich auf dem Platz laufe. Es ist ein großer Unterschied. Man merkt das, vor allem der Puls ist höher und man schwitzt viel, viel mehr. Und ja, das ist einfach so. Man rennt einfach sehr, sehr viel. Doch der Schweizer will hier durchstarten. Ich kam ja hierher, wusste eigentlich wenig. Ich hatte sehr, sehr viele neue Sachen kennengelernt, vor allem das Niveau von der Bundesliga. Aber eher einen positiven Eindruck von der Mannschaft und von der Liga selbst, weil das war immer mein größter Wunsch. Und jetzt bin ich dabei und kann auch mithalten und das ist für mich positiv und für meine Zukunft. Und bis jetzt läuft es für Josip gut. In den letzten beiden Spielen stand er in der Startelf. Das erste Ligator gelang dem Schweizer gegen Hertha. Es ist schon okay, aber ich kann noch viel, viel mehr. Ich will viel, viel mehr. Ich werde an mir arbeiten und alles dran setzen, dass ich so gut wie möglich eben in diese Liga reinpasse und meine Fähigkeiten auszeichnen kann. Und eben, es ist neu. Ich brauche ein wenig Zeit, aber ich gebe mir Mühe, ich gebe alles und werde alles daran setzen. Nach dem Derby gegen die Bayern ist vor dem kleinen Derby gegen Augsburg. Und mit Derbys kennt sich der Schweizer aus. Ja, in der Schweiz sind Derbys auch sehr, sehr hoch im Kurs. Also geht hart zu und her. Ich konnte eben von Zürich viel, viel mitnehmen. Aber hier ist schon halt anders. Die Anzahl der Fans schon ist halt ein großer Unterschied. Und das spürt man halt schon. Und wenn die dann rufen, das ist halt schon ein großer Unterschied. Am Samstag kommt jetzt Augsburg. In der letzten Saison gab es beim FCA einen ganz wichtigen Auswärtssieg. Wiederholung davon bitte beim kommenden Heimspiel. Der erste Saisonsieg soll schließlich her. Ja klar, wir müssen jetzt viel, viel mehr in der Offensive machen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Und deswegen, wir müssen auf uns konzentrieren, unser Spiel machen und alles dran machen, dass wir gewinnen. Und dabei will Josip helfen. Der Schweizer kämpft sich an das Bundesliga-Niveau heran. Und der erste Eindruck, der war doch schon mal durchweg positiv.